Haget eine exzeptionelle Krisensteuer gefordert. Ja, das soll retroaktiv gehen. Retroaktiv, da das etwas dummert. Ich meine, normalerweise nicht ganz viel. Aufhängen, die wissen, dass man ja, nicht, wenn man die heutige Krise hatte, noch die Krise für drin. Maxim war immer, dass ich gerade in Krisenzeiten keine zusätzliche Steuern soll erheben, weder bei den Betrieben noch bei den Privatleuten. Es gibt Menge Partei proposieren, die Motion hier nicht zu stimmen, nur aus einem anderen Grund. Ich meine, es soll die Finanzpolitik von einem Land nicht Leute vom ganz linken politischen Bord überlassen. Es gibt verlangt, zu verzichten, für bis dann von der Legislaturperiode der Ballerhechung von Steuern, Taxen, Akzise und Kotisationen. Ihr wisst, dass CO2-Steuer ein Partie Antigrandas vom Koalitionsaufkommen ist. Ihr wisst, dass eine Anpassung vorgesehen ist, ab dem 1. Januar an die Anpassung wird noch kommen. Wie das hören wir hier an unseren Diskussionen, der Covid steht nicht am Regierungsprogramm. Das stimmt, konnte kein Mensch dafür ausgesehen. Der Krieg an der Ukraine steht nicht am Regierungsprogramm, das ist richtig. Ich meine, wenn in das erhält, das Argument für verschiedene desagreable Sachen zu justifizieren, dann muss ich auch kapabel wie zu sagen, weil wir leben nur an neuen Umständen und wir brauchen eben eine Situation am Land, wo die Leute an der Entreprise schon finanziell belastet sind und wir wollen sie nicht noch mehr belasten. Also machen wir den Gest. Kann ich nicht mehr enttäuscht sein über eine Haltung von der DP oder von der Regierungskoalition, die an diesen schweren Zeiten, wie die Leute noch hingeht, an Steuern erheischt. Ist so nicht merci.